Überlegungen zum Thema Cleverness. Cleverness ist ein Wort, das so ein bisschen aus dem Englischen kommt. Clever ist irgendwie klug, clever ist aber auch schlau. Clever ist irgendwo jemand, der klug ist, aber ein bisschen verschmitzt ist. Und so ist auch Cleverness so etwas Kluges, ein bisschen am Rand der Legalität und irgendwo auch manchmal unter Umgehung des Normalüblichen. Und manchmal braucht es eine gewisse Cleverness. Manchmal muss man überlegen, ja, wie kriege ich das hin, was ich an Gutem erreichen will. Manchmal geht es nicht, indem man ausgetretene Pfade geht. Manchmal muss man neue Pfade gehen. Dazu braucht es dann eine gewisse Cleverness. Wenn du feststellst, du hast irgendwo eine tolle Idee und du hast auch den Drive, die Energie, die umzusetzen, aber irgendwo weißt du nicht, wie du rangehen sollst, dann nutze deine Cleverness. Schaue auch nach unkonventionellen Wegen. Nicht nach unethischen Wegen, auch nicht nach illegalen Wegen, aber eben auch nach Wegen, die vielleicht unüblich sind. Es gibt ja auch zum Beispiel im Marketing den Ausdruck Guerilla-Marketing. Ich kann mich erinnern, vor über 30 Jahren, als ich Yoga-Zentren geleitet hatte und wir hatten kein Geld für Werbungen, aber ich war beseelt von dem Gedanken, Yoga zu verbreiten. Da habe ich so ein kleines Buch gekriegt, Guerilla-Marketing. Und da waren alle möglichen Tipps, was man machen kann, um Menschen irgendwo dazu zu bringen, etwas zu kennen und vielleicht zu einem zu kommen. Da war eine große Menge an Cleverness dabei. Und die meisten der damaligen Vorschläge sind vielleicht heute etwas veraltet, aber eine Menge habe ich daraus auch gelernt. Also, Cleverness heißt neue Wege gehen und seinen Verstand nutzen. Und manchmal kann man eben auch überlegen, was gibt es vielleicht, was kein Mensch bisher sonst ausprobiert hat. Cleverness ist auch Kreativität. Cleverness heißt auch, Dinge so zu tun, wie es nicht erwartet wird. Cleverness sollte aber heißen, ethisch, aber außergewöhnlich neue Wege gehen.